Rainbow Six Siege Pack Opening. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, wie ich im Infovideo schon angekündigt habe, ich habe ein ganz spezielles oder cooles Pack Opening mit euch vor. Gehen wir mal rein in diese ganze Geschichte hier direkt. Und zwar, wie ihr schon sehen könnt, ich habe drei Doctor's Curse Packs freigeschaltet. Das war teilweise ganz schön viel Arbeit. An manch Quests bin ich da 4-5 Stunden gehangen. Und warum besonders oder warum kurios, speziell oder ähnliches? Ich hatte eigentlich auch vor, Packs zu kaufen, denn Props an Ubisoft, man kann endlich auch Event-Packs mit Ansehen kaufen. Ja. Jetzt kommt allerdings das große Aber. Aber sie kosten 12.500 Ansehen. Versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht undankbar sein oder sowas. Ich finde es cool, dass man es endlich kaufen kann, auch ohne diese Renown Coins oder wie sie heißen. Aber ich finde es zu teuer, muss ich ganz offen sagen. Denn 12.500 Ansehen, das ist schon eine Menge Holz. Wenn man so überlegt, zwei Packs sind so viel wert wie ein kompletter Operator. Das finde ich ein bisschen happig. Und wie gesagt, ich hatte eigentlich vor, noch Packs zu kaufen. Ich habe so schon insgesamt 16 Packs. Und ich dachte mir, ich kaufe noch ein paar dazu. Dann wäre es auch ein komplett neuer Rekord, weil bisher waren es immer so 10 bis 12 Packs, die ich aufgemacht habe. Im letzten Pack-Opening hatte ich den Rekord aufgestellt mit 16 Packs. Und jetzt wollte ich ihn gleich wieder brechen. Aber ich mache mir auch ganz ehrlich gesagt Sorgen, denn ich habe nur 36.000. Und die neue Saison beginnt bald. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, am 2. Dezember. Und ich schaffe das, glaube ich, nicht bis zum 2. Dezember so viel Ansehen, ja, freizuspielen. Denn, na klar, ich möchte natürlich am 2. Dezember wiederum auch dann dafür sorgen, dass ich mit euch, ja, die neuen Operator freischalten kann und darüber wieder ein Video in der Lage bin zu machen. Ich spiele nicht viel Rainbow zurzeit, deswegen weiß ich nicht, ob ich das hinbekomme. Ist ein bisschen bitter, finde ich. Also ich hätte mir schon so zwei gekauft. Aber wenn ich jetzt zwei kaufe, dann bin ich blank. Ja, da habe ich noch 11.000 Ansehen. Das reicht mir nicht im Leben, um noch auf die 50.000 zu kommen, was ja viel ist. Wie gesagt, ich spiele nicht so viel. Ich habe eigentlich nur zum Einranken gespielt. Ansonsten nur noch die Quests gemacht im Locker. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Deswegen hätte ich gesagt, wir belassen es bei diesen 16 Packs. Immerhin sind es drei von denen. Und 13 von denen. Also insgesamt 16. Ich habe quasi den Rekord, den ich beim letzten Mal gemacht habe, nochmal bestätigt. Ich hatte noch versucht, nochmal ein Alpha-Pack freizuschalten. Ihr seht ja hier 27%. Aber mir gelang es irgendwie nicht mehr. Ja. Aber ich finde, 16 Packs ist lang doch. Also das ist, wie gesagt, wie beim letzten Mal, absoluter Rekord. Normal sind es 10 bis 12, jetzt sind es 16. Und ich bin Ubisoft so oder so dankbar, dass man sie kaufen kann. Ich finde es nur zu teuer. Ja, das wollte ich jetzt einfach dazu sagen. Wir machen jetzt erstmal die normalen Alpha-Packs auf. Ich denke, das ist, ja, ganz in Ordnung. Und dann die drei speziellen. So, als Schmankerl zum Schluss aufheben. Ja. Geht auch nur noch ein paar Tage, dann muss ich es aufgemacht haben oder ist sie verfallen. Jetzt machen wir mal die normalen Alpha-Packs auf und dann schauen wir doch einfach mal. Ich hätte gerne was gekauft, aber ich kann es mir schlichtweg nicht leisten. Oh, schade, aber ist so. Jetzt machen wir mal die normalen Packs auf und dann werden wir einfach mal schauen. Es sind ja drei Curse-Packs, dafür habe ich ganz schön viel getan. Okay, das ist schon mal ganz normal, wenn ich das mal so nennen darf. Und auch schon ein Duplikat. Wenn er mir durch ein paar Duplikate reinhaut und hier das Geld hochgeht, dann kann man natürlich schon überlegen, ob ich wenigstens eins oder so kaufe. Damit ich es auch mal gezeigt habe. Und so wäre wenigstens der Rekord gebrochen mit 17. Aber jetzt schauen wir halt mal. Das nächste. Auch wieder ein normales. Immerhin eine Kopfbedeckung, die ich noch nicht habe. Nichts Besonderes, wenn ich so schaue. Ja, muss ich gestehen. Aber es ist okay. Wenn für Mute habe ich deutlich Besseres. Aber als Sammlung, wieso nicht? Wieso nicht? Das nächste. Jetzt darfst du mir mal was Besseres geben. Ja, blau. Könnte ein Shibi sein. Fände ich irgendwie cool. Nein, ein universeller Waffenskin.
Okay, der gar nicht mal schlecht aussieht, muss ich gestehen. Das ist zwar simpel, es sieht fast aus wie Plastik. Es sieht aber gar nicht schlecht aus. Ich finde, universell ist immer schön. Kann man auf jede Waffe, die man besitzt, drauf machen. Finde ich gar nicht mal schlecht. Es gibt so einen, den ich toll finde, diesen. Was ist das? Kirschmetallic oder irgendwie so, aber das hier geht. Also, das hört was irgendwie. Dieses kunststoffartige Hellgrau, das ist gar nicht mal übel. Finde ich gut. Gefällt mir. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir. Cool. Das war schon mal was. Das ist doch schon mal cool. Okay, Epic nehme ich natürlich. Könnt ihr euch ja vorstellen. Okay, ein Jägerhelm. Da habe ich jetzt auch schon so viele. Da habe ich ja, glaube ich, war es nicht sogar das letzte Pack-Opening, wo ich einen legendären Jägerhelm gezogen habe. Ich glaube, das war das letzte. Also für ihn ziehe ich echt erstaunlich viel, muss ich sagen. Aber meinetwegen. Auch wieder aus dem Sammlungsaspekt. Ich finde es irgendwie cool. Ruckelt denn der da so rum, ey? Also ich weiß ja auch nicht, teilweise. Egal. Wollte sagen, ich finde es ganz cool, dass auf seinen Kopfhörern das Zeichen von ihm drauf ist. Das hat irgendwie was. Nicht schlecht. Ja, man fragt sich, was kann da großartig ruckeln bei so ein bisschen Menü und Zeigen von so einem. Also manche Spiele sind echt nicht geil optimiert, ich weiß auch nicht. Da habe ich schon Besseres gesehen. Nicht böse gemeint. Aber was gibt's da zu ruckeln? Liegt teilweise aber, glaube ich, aber auch am Server oder ich weiß es nicht. Nochmal eine Kopfbedeckung. Was ist schon heute los? Also heute droppen Kopfbedeckungen. Wobei leider immer für die Operator, wo ich dann eh schon legendäre Sachen habe. Auch für sie hatte ich schon in einem der Pack-Openings einen legendären Helm gezogen, obwohl der ganz cool aussieht. Aber ich habe halt schon was. Da wäre es mir jetzt bedeutend lieber gewesen. Es wäre was für, weiß ich nicht was. Puls oder meinetwegen irgendwie Bug oder so gewesen. Aber nehme ich natürlich auch, weil es sich in die Sammlung einfügt. Gibt Schlimmeres. Okay, nochmal Blue. Bei Blue hoffe ich immer irgendwie, dass es vielleicht mal ein Chibi ist oder so. Und es ist einer. 1%. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Also wenn ihr Motorradfahrer seid, kennt ihr das? Ansonsten wird es schwierig. Fände es irgendwie cooler, wenn es beidseitig wäre. Obwohl man sieht so eh nur von vorne. Also diese 1%-Regel, das würde jetzt, glaube ich, zu lange dauern, das zu erklären. Das hat eine Vorgeschichte. Müsst ihr einfach mal googeln. Biker oder Motorradfahrer 1%, wie das entstanden ist. Aber das macht fast jeder Biker irgendwo bei sich auf die Jacke oder sonst irgendwas. Die Kurzform, es hat mal irgendwie, ich weiß nicht, war es ein Bürgermeister oder irgendwie sowas? Oder irgendein Gouverneur oder ich habe keine Ahnung. Da ging es darum, dass Motorradfahrer immer so einen schlechten Ruf hatten. Und dann hat so ein Bürgermeister gesagt, ja, gerade mal 1% der Biker sind wirklich, ja, böse oder kriminell oder sowas. Und deswegen macht sich jeder so ein 1%-Ding irgendwie hin. Das ist ein bisschen, ja, spöttisch, kann man sagen. Aber geil, gefällt mir. Würde zu, weiß ich nicht, Bandit oder so passen. Der hat ja auch diesen Elite-Skin mit dem Motorrad. Gefällt mir. Nehme ich immer gern. Oh, was Gewöhnliches. Haben wir schon. Nehme ich aber. Wobei 310 natürlich auch nicht so viel ist. Nochmal ein Gewöhnliches. Ja, verwöhnt tut er mich diesbezüglich jetzt nicht gerade. Okay, das ist zumindest mal kein Duplikat. Sieht aber furchtbar aus, wenn ich offen sprechen darf. Ist so gar nicht meins. Aber habe ich wenigstens noch nicht. Machen wir mal weiter. Ich habe gar nicht mitgezählt, muss ich gestehen. Na, wir werden schon merken, wenn wir fertig sind. Okay, Epic. Nehme ich. Vielleicht nochmal eine Uniform oder irgend sowas. Wäre doch geil. Oder einen epischen Chibi, wobei ich nicht mal weiß, ob es das gibt. Oha! Oha! Hallo! Die Pistole der Russen. Alles klar. So dieses Öl verschmiert. Oh, das sieht aber richtig geil aus. Hallali. Das gefällt mir sehr gut. Richtig nett. Da habe ich zwar auch diesen Dragon Skin. Ihr kennt den ja von mir. Aber das ist natürlich nett. Hallala. Das ist ja fast schon legendär. Gefällt mir richtig gut. Wow. Also das ist voll mein Ding. So mit Lila und so ein bisschen gelblich und so dieses Metallic. Das sieht richtig geil aus. Gefällt mir richtig gut. Das ist fast das Highlight bisher. Also das ist richtig nett. Wobei dieser Kunststoff-Grauskin und dieser 1%-Chibi auch gut waren. Aber das ist natürlich richtig nett. Sehr schick. Gefällt mir richtig gut. Das war ein starkes Pack. Geil. Machen wir weiter im Text.
Nochmal Blue. Könnte nochmal ein Chibi sein. Oder vielleicht nochmal ein Kopf oder so, wer weiß. Uniform. Jetzt hat er mir die Uniform endlich gegeben. Paramilitär, okay. Ja gut, ist halt für Castle. Ich glaube nur nicht mal, dass ich für ihn eine Uniform habe. Insofern, ja, es ist mal was anderes. Hat irgendwie was. Gar nicht schlecht. Ich habe für ihn noch gar keine Uniform. Das habe ich gemeint, wo ich gesagt habe, gib mir doch mal was anderes. Das ist gar nicht mal übel. Das sieht aus wie von diesen Bomb Squads. Kennt ihr das? Die Bomben entschärfen? So sieht es ein bisschen aus. Gar nicht mal übel. Also bisher bin ich vielleicht nicht unbedingt mit der Rarität im Sinne von Epic und Legend, aber mehr mit den Inhalten sehr zufrieden. Mit dem Pack Opening. Das hat was irgendwie. Sehr cool. Ja, doch, eigentlich bin ich zufrieden. Nochmal normal. Der ist auch nicht schlecht, ist auch für die Russen. Sieht auch nicht so schlecht aus. Tatsächlich gefällt er mir sogar auch einigermaßen. Kann man nicht mal meckern oder wie man sagen will. Geht. Wirklich, geht. Weiß echt nicht, in welcher Zahl wir jetzt gerade uns befinden. Kann nicht mehr viel sein. Nochmal Blue. Blue ist fast mir recht, oder wie man sagen würde, lieber als manch Epic. Weil da kann man fast sicher sein, dass es irgendein Kopf oder ein Chibi oder eine Uniform ist. Ja, das sag ich ja. Ist mal eine Mütze für Ash. Finde ich jetzt ziemlich cool, weil für die habe ich noch nicht viel. Wobei ich bei der letzte das Twitch-Paket freigeschaltet habe. Da war ja auch was dabei. Finde ich aber ganz nice. Passt wesentlich farblich, weil sie trägt das Twitch-Zeug, das sieht man. Passt farblich wesentlich einigermaßen dazu. Finde ich nicht unbedingt schlecht. Ja, Blue ist gut. Ich mag Blue. Ja, es passt auch zur Brille und so. Das ist, obwohl ich glaube, die Brille ist bei der Mütze dabei. Denke ich zumindest. Geht aber. Kann man schon tragen. Doch. Ja. Das müsste eins der letzten Päckchen jetzt sein. Nochmal gewöhnlich. Und nochmal eine Uniform. Blood Arcade. Oha, Blood. Wisst ihr, was das ist, Blood Arcade? Also, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Das sind diese dunklen Uniformen, wo ich damals ein Video drüber gemacht habe, wenn ich mich jetzt nicht total täusche, dass man für alle Operator schwarze Uniformen bekommt, wobei das ein bisschen heller ist. Das sieht richtig gut aus, muss ich gestehen. Jetzt noch die Mütze dazu. Ich war nämlich mit dem Twitch Prime Skin gar nicht so glücklich. Irgendwie hat mir der gar nicht so gefallen. Das hier hat was irgendwie. Und das war tatsächlich das letzte Päckchen, aber das fand ich jetzt gar nicht mal übel. Ehrlich, gefällt mir. Jetzt bevor wir die anderen aufmachen, gehen wir mal kurz eins zurück oder gehen wir mal hier kurz über auf die Operator. Seht ihr, das ist nämlich auch Blood Orchid von Blackbeard. Hat auch schon ein bisschen dunkler ausgesehen. Aber das sieht richtig gut aus. Weil das ist ja die Ash, die ich jetzt über dieses Twitch trage. Ich bin jetzt nicht so begeistert davon. Da wünsche ich mir manchmal auch was richtig Spektakuläres, so wie diese Doctor's Curse Uniformen. Da können wir uns mal das in Gänze anschauen. Das ist ja die normale Ash. Gut, ich habe natürlich auch die Elite Ash. Ja. Das wäre dann die Twitch Prime Ash. Und das die neue. Klar, sie ähnelt der normalen, aber sie ist halt getarnter. Nein, eigentlich könnte ich auch einfach so rumlaufen, aber ich finde, das hat was. Ich trage das mal eine Zeit lang. Das ist gar nicht schlecht. Und wenn man jetzt irgendwie noch die Kopfbedeckung dazu nimmt, das ist jetzt die normale, dann könnte ich die dazulegen. Eigentlich könnte man das ein bisschen besser. Naja, ich dachte, man kann ein bisschen weiter weggehen. Schade. Geht leider nicht. Aber die Kappe dazu. Ja, die passt jetzt nicht so ganz. Aber, ja, ja. So sieht sie dann in der Gänze aus. Geht, auf jeden Fall. Ich meine, klar, dazu hätte es fast ein bisschen besser gepasst von der Cap. Jetzt kann ich mich gar nicht so recht entscheiden. Ist beides irgendwie cool. Die Cap passt halt irgendwie zur Uniform. Das weiß ich gar nicht. Vielleicht nehme ich doch nochmal die Twitch-Uniform und mische es so ein bisschen durch mit der neuen Cap. Könnte ich auch machen. Weil das, finde ich, sieht nicht schlecht aus. Weil die alte Kopfbedeckung ist ein bisschen unspektakulär. Das ist FBI. Wobei die silberne Brille ganz gut aussieht. Aber so geht's doch eigentlich auch. Gar nicht mal schlecht. Der Waffenskin. Gut, der ist jetzt nicht so überragend oder wie man sagen will. Also der haut mich jetzt nicht so aus den Socken. Da könnte man zum Beispiel jetzt mal den neuen, wenn ich es einfach mal gemacht habe mit euch. Ich habe den hier, der ist natürlich geil.
Ja. Und ja, das ist das G36C. Müsste doch jetzt funktionieren, genau. Könnte ich zum Beispiel jetzt den drauf machen, einfach mal zum Zeigen. Den finde ich ja auch sau cool. Also so in der Art. Ja. Zu ihrer Uniform, so mit dieser grauen Waffe. Klar, es ist ein bisschen, wie soll man sagen, sieht man jetzt leider nicht so richtig, weil es es nicht so richtig in die Hand nimmt. Es ist ein bisschen Standard, aber es hat irgendwie teilweise was. Manchmal ist auch weniger mehr. Ja. Hatten wir sonst noch irgendwas, was interessant war? So als Resümee. Wir hatten, glaube ich, Castle. Dann bei den Russen hatten wir natürlich noch ein bisschen was. Da hatten wir halt die Pistole. Sieht man bei Fuse jetzt, glaube ich, nicht so arg. Wo ist denn sein Halfter? Pistole sehe ich an ihm jetzt gar nicht. Erschreckend. Gehen wir mal zu den Verteidigern. Kapkan oder so. Ich glaube, bei ihm sieht man dann eher mal die Pistole. Oder auch nicht, weil sie hier drin ist. Gib mir doch mal irgendeinen Operator, bei dem wir jetzt bitte mal die... Also, Mann, Glas vielleicht? Wo man es ein bisschen sehen kann. Ja, da sieht man es. Seht ihr, das ist dieser Dragon-Skin, von dem ich sprach. Und da kann man natürlich jetzt das Neue machen. Das ist der Dragon und, wo ist er denn mit dem Öl? Bin ich falsch abgebogen oder ist das die andere Waffe oder was? Das könnte doch nicht die andere Pistole sein. Mhm. Was nicht so gut ist, weil die macht weniger Schaden. Die hat halt eine höhere Kapazität, aber die macht, weniger Schaden. Eigentlich schade. Aber das wäre, glaube ich, nicht das erste Mal, dass ich die Pistole nur deswegen spiele, weil ich, den Skin cool finde. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem ich da so einen Skin gezogen habe, aber ich habe schon mal einen coolen Skin gezogen. Ist schon geil, oder? Ich weiß nicht mehr, war es bei Kapkan oder so? Da weiß ich noch, da habe ich extra mal diese Pistole gespielt. Nur weil ich unbedingt den Skin haben wollte. Könnte bei Kapkan gewesen sein. Da hatte ich auch mal so einen coolen Skin. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich krieg's nicht zusammen. Ich sehe es jetzt aber auch nicht. Also ich hatte ihn mal, ich weiß nicht, war es der da oder so, obwohl ich den ja eigentlich auf jede Waffe machen kann. Krieg's nicht mehr so richtig zusammen. Ich war der Meinung, ich hatte mal einen Skin, den ich unbedingt tragen wollte. Und deswegen die zweite Pistole gespielt habe. Weil auf den müsste ich doch das auch drauf kriegen, das schwarze, oder? Ja, also daran kann es nicht gelegen haben. Ich weiß es nicht mehr, krieg's nicht mehr zusammen. Tachanka kann es nicht wirklich gewesen sein. Vielleicht Fuse? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte auf jeden Fall mal einen coolen Skin, wo ich unbedingt tragen wollte. Und, nee. Und da habe ich extra die andere Waffe dafür gespielt. Nee, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich habe jetzt alle probiert oder alle durch. Ich weiß nicht mehr. Tachanka war es nicht. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Aber auf jeden Fall hatte ich damals halt extra mal eine andere Waffe genommen. So wie das jetzt hier halt. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Kriegst du nicht zusammen. Leiter. Nee, keine Ahnung. Das war irgendwas Cooles, wo ich unbedingt tragen wollte. Ich glaube jetzt aber auch nicht unbedingt, dass jetzt was verloren gegangen ist. Aber ich habe extra die kleine Waffe gespielt wegen der Pistole. Vielleicht habe ich das aber auch falsch in Erinnerung. Vielleicht... Ich weiß es nicht mehr, ich krieg's nicht mehr zusammen. Vielleicht war es auch was anderes, vielleicht war es wegen dem Sound, weil mir der Sound so gut gefallen hat und ich deswegen die zweite Waffe spielen wollte. Irgendwas in der Richtung war auf jeden Fall. Ich darf nicht so viel quatschen, sonst dauert das hier zu lange. Das sieht auch geil aus, oder? Aber ich will mir ja auch jetzt irgendwie ein bisschen Zeit lassen. Warum soll ich jetzt unbedingt rumstressen? Das ist ja im Endeffekt egal. Ja, gibt's noch irgendwas, was wir anschauen wollten, müssten? Ich glaube, wir hatten noch ein Castle, hatte ich ja schon gesagt. Den ich auch ganz cool fand, also weil ich da habe ich irgendwie noch gar nichts von ihm. Ach, mir geht's im Moment nicht so hundertprozentig, deswegen bin ich auch ein bisschen unkonzentriert. Hab so ein bisschen mit dem Magen heute irgendwie und alles, das ist nicht so. Aber ich versuche es einfach zu ignorieren. Ja, das ist der normale Castle. Und ihr seht ja, was es da alles gibt. Und das ist jetzt der neue. Ich finde den eigentlich ganz cool. Das hat, wie gesagt, ein bisschen was vom Bomb Squad. Der hat auch noch solche Sachen und so. Aber das ist, ja, naja. Ich finde es ganz geil eigentlich. Kann man tragen. Ist mal was anderes. Gefällt mir irgendwie. Passt jetzt vielleicht nicht ganz so zum Helm, aber... Was soll's. War da noch irgendwas anderes? Gut, die Helme. Aber das ist... Das... Ja. Brauche ich nicht. Ihr seht ja, das ist zum Beispiel der IQ-Helm. Was soll ich da ändern? Hatte ich hier noch irgendwas Neues? Thatcher oder so? Ja, aber da trage ich halt nun mal das hier.
Das will ich nicht ändern, das könnt ihr wahrscheinlich verstehen. Bei den Verteidigern ist es jetzt nicht viel anders. Oder war es Mute? Ich weiß es gar nicht mehr, der wiederum das hier hat. Jäger. Hatte ich einfach das. Da habe ich sowieso ganz viele Kopfbedeckungen für ihn. Nicht nur das. Seht ihr, da habe ich so viel Zeug. Auch das hier zum Beispiel und sowas. Soll ich da machen? Das ist ja echt die Qual der Wahl, oder? Da ich so viele Kopfbedeckungen, das ist schon der Hammer. Viel mehr war es, glaube ich, auch nicht. Viel mehr war es, glaube ich, nicht. Nee. Dann gehen wir mal zu diesen ganz speziellen Packs. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Weil das sind tolle Sachen teilweise dabei. Teilweise aber auch Sachen, die ich nicht so toll finde. Jetzt hoffe ich mal, dass sich die ganze Arbeit, die ich hatte, auch wirklich gelohnt hat. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Na, Blue ist schon mal nicht gut, glaube ich. Ja, schon cool gemacht. Mal schauen wir mal, was drin ist. Ich fürchte irgendeinen Waffenskin. Wobei, ein Shibi nehme ich natürlich auch. Okay. Geht aber. Für Bandit. Voltbrand. Das geht aber eigentlich. Ich habe für Bandit so einen ähnlichen Skin, so einen hellen drauf. Das ist gar nicht mal schlecht. So dieses alte Metal, oder wie man sagen will, das ist gar nicht mal übel. Ganz im Ernst, High Voltage steht noch drauf. Das ist, oder High Voltage. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ganz im Ernst. Ich war zwar in der Meinung, oh, bitte gib mir keine Waffenskins, weil das ist so ein bisschen, naja, nichts Besonderes will ich nicht sagen, aber ihr versteht, was ich meine. Aber der sieht echt nett aus. Das hat was. Das ist schon mal cool. Das finde ich schon mal geil. Ich hätte am liebsten halt, da gibt es so tolle Kopfskins. Wer war so cool? Doc oder so. Da gibt es, oder Lesion sieht ganz geil aus, oder ich weiß nicht, da gab es ein paar, die richtig nett aussehen. Krieg's gar nicht mehr so ganz zusammen. Machen wir mal das nächste auf. Sonst wären wir heute nicht mehr fertig hier. Ah, episch ist natürlich schon mal eine Ansage. Jetzt bin ich gespannt. Das ist natürlich schon mal eine Ansage. Okay, das ist ein... Ja, eine Uniform. Geht natürlich. So diese Flicken-Zombie-Uniform von ihr. Damals, als ich es mir angeschaut habe, habe ich gedacht, ah, Uniform ist okay. Man merkt es halt nur kaum. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich erkennt. Aber ich finde es okay, für sie habe ich noch kaum was. Deswegen, ja... Das soll Haut sein, so Leatherface-mäßig. Man sieht es hier unten auch am Bein und so. Hat schon ein bisschen was Gruseliges, auf jeden Fall. Das sollen so Hautfetzen und alles sein. Gibt Schlimmeres, aber halt auch Besseres. Geil. Kopfskin wäre mir lieber gewesen, aber ich bin zufrieden. Das sind zwei gute Packs bisher gewesen. Sie hauen mich jetzt nicht völlig aus der Bahn, aber es sind zwei gute Packs gewesen. Jetzt kommen wir schon zum letzten Packsche. Oh, legendär. Jetzt habe ich aber auch Blue Epic Legendär gemacht. Oh, 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 oh. Jetzt gib mir bitte den Kopfskin, dann bin ich glücklich. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Oh, hau, 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 hau. Jetzt bin ich aufgeregt. Jetzt vergesse ich sogar meinen Bauch. Machen wir es einfach spannend. Jetzt bin ich gespannt. Da dreht sich eher noch mir der Magen um. 3, 2, 1. Oh, nice, Frosty. Ja gut, das ist natürlich jetzt ein Traum. Das habe ich mir natürlich jetzt gewünscht. A, ist Frost einer meiner Lieblingsoperator. Und B, also ich wollte den Kopfskin haben. Da brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Und dann ist es auch noch einer von den geileren. Also das ist natürlich, da brauchen wir nicht reden. Das ist natürlich jetzt ein Traumdrop. Also viel besser konnte es, finde ich, auch gar nicht laufen. Ein schöner Waffenskin, eine Uniform und ein Kopf. Und das bei 3 Päckchen. Da habe ich immer weniger Lust mehr, noch Päckchen zu kaufen, weil ich bin zufrieden. Jetzt kannst du eigentlich nur noch bergab gehen. Also wenn das nichts ist, Freunde, dann weiß ich auch nicht. Sehr cool. Ich kann euch ja mal zeigen, was man sonst noch hätte so ziehen können, wenn ihr Lust habt. So ein paar Sachen, Moment, wie machen wir das am besten? Dass ich euch, das zeige ich euch jetzt einfach mal ganz frech. Dann habt ihr das mal ein bisschen gesehen. Hier gibt es nämlich sowas wie Sammlung. Ich zeig's euch mal. Das sind so die Uniform-Skins, die man ziehen kann. Ja. Insgesamt. Wobei, ich habe, glaube ich, zu einem Kumpel noch gesagt, das sieht aus, als wäre er von den Stadtwerken, Entschuldigung. Zu einem Kumpel noch gesagt, die sehen eigentlich alle recht normal aus. Wie das zum Beispiel, das ist einfach nur dunkel. Ich habe, glaube ich, sogar, und das ist kein Scherz, gesagt, Ella sieht von den Uniformen noch am krassesten aus, wo man einen Hingucker hat. Das heißt, da ist genau das Richtige gedroppt. Aber das sind die Kopfskins und das sind die Waffenskins. Bei den Waffenskins habe ich halt damals gesagt, ich weiß nicht. Ich meine, so das oder so ist natürlich schon geil, aber es erinnert mich an das, was ich schon bei Finca habe. Und Shibis, wobei ich da echt langsam aber sicher genug habe davon. Aber trotzdem cool wie das. Ne, die Kopfsachen, die haben mich am meisten interessiert. Hallo?
Jetzt wollte gerade das Scroller nicht funktionieren. Der hat mir natürlich sehr gut gefallen, muss ich gestehen. So Skeletor-mäßig. Doc ist natürlich echt extrem geil. Das ist mit der Beste. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, das ist einfach auch Geschmackssache. Ich weiß nicht, der scrollt leider ein bisschen zu viel. Ihn fand ich natürlich ganz cool. Es ist halt Geschmackssache. Das fand ich zum Beispiel jetzt nicht so überragend. Bandit geht natürlich auch, finde ich. Hat auch was irgendwie. Sind alle irgendwie cool, aber auch er. Aber das ist halt so ein bisschen Geschmackssache, finde ich. Aber Frost, allein auch, weil ich Frost so gerne spiele, hat was. Absolut. Hat absolut was. Ich habe zwar für Frost irgendwas Legendäres oder Episches, dass sie hier so komplett zugepackt ist. Seht ihr? Das ist, oder war es episch, ja. Aber das ist natürlich jetzt richtig nett. Da braucht man nicht reden. Also wenn das nicht cool ist, das ist natürlich... Also das freut mich. Vor allem ist Frost... In den Statistiken ist auch Frost die von mir am meist gepickte Operatorin, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Bei den Defendern, bei den Angreifern ist es, glaube ich, Blackbeard. Moment, das ist falsch. Ich wollte zu den Uniformen. Heute ist es ein langes Pack-Opening, aber ich lasse mir Zeit. Bin halt auch nicht so ganz fit, ich muss langsam machen. Ich sehe gerade, ich habe bei ihr noch gar nichts Besonderes, gell? Ich dachte eigentlich, ich habe da mal was gedroppt, habe ich aber nicht. Das ist aber auch schade, oder? Wenn man dann das da hat. Elite Frost, weil dann kann man das gar nicht nutzen. Ja, also da habe ich noch gar nichts. Könnte man mal überlegen, was da passen würde. Das hier würde ganz gut passen. Das Problem ist, es ist aber sehr auffällig. Ich finde, das Weiß passt auch zu dem Skin. Es passt auch am besten zu Frost. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist zwar der Standard-Skin, das passt aber irgendwie. Oder? Also ich finde, das ist halt auch einfach Frost. Ja? Ich glaube, Frost hatte auch gar keine Uniform in diesem ganzen Event. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich schaue gleich mal nach. Was hatten wir noch gezogen? Eine Uniform. Doch, für Ella war es eine Uniform. Genau. Für die habe ich halt noch gar nichts. Ja. Ja, das sieht halt so aus. Ganz normal eben. Und auch die Sachen, die droppen können, sind relativ normal. Und dann das. Ich finde, es geht eigentlich. Ich bin echt nicht unglücklich, muss ich sagen. Ich habe für alles so ein bisschen was bekommen, von allen Kategorien. Bisschen Waffenskin, bisschen Uniformskin, bisschen Kopfskin. Ich bin echt nicht unzufrieden. Wirklich nicht. Ich bin echt nicht unzufrieden. Ich hätte mir vielleicht gefreut, wenn der Waffenskin für alle Operator möglich gewesen wäre, nicht nur für einen. Seht ihr, da habe ich den da drauf. Da passt es aber richtig gut. Der ist ja auch schon weiß oder hell. Das ist wesentlich nicht für die Shotgun. Seht ihr? Das habe ich ja sowieso schon drauf mit dem 8-Ball und so. Und da kann man jetzt das machen. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Ganz ehrlich. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Ich spiele Bandit auch ganz gerne zurzeit. Ich mag das. Ganz ehrlich, das sieht richtig nett aus. Passt zu ihm. Vielleicht kann man ihm mal eine Uniform spendieren oder so. Das habe ich jetzt auch nicht mehr gemacht. Irgendwie. Ich mag ja den Elite-Skin. Gebe ich zu. Ja, vielleicht kann man ihm mal eine Uniform spendieren, dass es nicht ganz so normal aussieht. Also irgendwie will es scrollen heute nicht, wie ich will. Sowas zum Beispiel oder so, oder... Das ist auch schön. Man sieht einen zwar gut, aber... Das hat irgendwie auch was, muss ich gestehen. Aber das ist halt nur mit diesen Renown-Coins. Aber das meine ich halt teilweise auch, wenn ich sage, es ist teuer. Hier kostet dann so 12.500 eine ganze Uniform und da ist es ein Päckchen, wo ich nicht weiß, was drin ist. Ich hätte gerne mit euch sowas aufgemacht, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Das ist... Und ich habe zwar kurzzeitig überlegt, wenigstens eines zu machen oder so, aber ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich bin jetzt so zufrieden, mit diesen drei Sachen, die gedroppt sind. Ich glaube, das kann jetzt nur noch bergab gehen. Ja, ich wollte noch kurz schauen, ob Frost eine Uniform hatte. Ja, das ist Frost Uniform. Finde ich nicht so gut. Das ist viel zu auffällig. Und das meine ich, warum soll ich jetzt noch unbedingt ein Päckchen aufmachen, wenn ich doch eigentlich zufrieden bin? Weil dann droppe ich irgendwie irgendwas, wo ich denke, ja, das hat sich nicht gelohnt, jetzt sagen wir mal das oder so. Und dann ärgere ich mich für 12.500. Das ist mir zu viel Risiko, zu viel Gamble. Ich bin zufrieden. Insofern würde ich sagen, das war es auf jeden Fall für dieses Pack-Opening. Also hat mir Fun gemacht. Hat ein bisschen länger gedauert, aber ich habe mich so ein bisschen durchgekämpft, auch gesundheitlich. Und ich wollte halt auch keinen Stress machen. Man kann ja ruhig mal sich Zeit lassen. Die neue Saison kommt auch bald. Habe ich ja schon gesagt, da wird so ein bisschen angekündigt. Heißt in dem Fall Shifting Tides. Ihr seht ja so ein bisschen, alles ein bisschen geteasert. Ich muss sparen, sonst schaffe ich es nicht mit den Operatoren. Ja, und ansonsten würde ich sagen, so weit, so gut. Jetzt habe ich lang genug gequatscht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.
Tschüss.